Zusätzlich zur Fuchsjagd gibt es noch eine Vogelklage. Die habe ich dreistimmig gemacht. Ich betone extra dreistimmig, denn nur ein Dreiklang bringt den etwas schrägen Angstschrei eines Vogels. Wenn es nur ein Loch ist, dann ist dieser Ton viel zu klar. Da muss man zu viel mit Zunge und Gaumen arbeiten, um da überhaupt was Brauchbares rauszukriegen. Aber hier kann auch der Laie einfach die Luft rein und raus atmen und dann kommt er auch zum Erfolg. Nur auch wieder eine klare, fängt leise an, wird lauter und stirbt dann wieder ab. Sie müssen sich jetzt vorstellen, der Habicht oder der Sperber, der geht auf eine Drossel los, die merkt, dass sie verfolgt wird, dann schreit sie ganz laut. Dann hat der Habicht oder der Sperber sie gefangen, drückt zu mit seinen Fängen und dann stirbt sie ab und dann hört sie so an. So, dann ist die auch gestorben. Und jetzt denken Fuchs, Dachs, Marder, selbst Grizzly in Alaska ist schon drauf gekommen, Schakal, Marderhund, alles was Fleisch frisst, reagiert drauf, weil sie aus Beute und Neid denken, da fällt was für mich ab und sind verhältnismäßig sehr schnell zur Stelle, wenn diese Vogelklage erklingt. Ich mache es nochmal, ausatmen und dann hat man eh keine Luft mehr und diese Klage, das Klagelied ist beendet.